Herzlich willkommen bei Hamburg und seine Hunde. Mein Name ist Minjong und heute haben wir Frau Dr. Grünau hier, Tierärztin aus Leidenschaft und aus Hamburg. Und wir gehen nämlich mal das Thema an, Impfen, Entwurm und Welpenkrankheiten. Und ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Grünau. Vielen Dank für die Einladung. Gern, gern. Ich freue mich auch, dass Sie die Einladung angenommen haben. Sind ja hier mit Poppy, ne? Noch Unterstützung mitgebracht. Genau. Ja, Impfen. In Deutschland herrscht ja keine Impfpflicht. Ist das richtig? Das stimmt insofern, als dass man, sobald man eine Grenze übertreten will, eine Tollwutimpfung braucht. Das ist Europa, eine europäische Regelung. Und wir in Hamburg brauchen auch für unsere Hunde im Allgemeinen einen richtigen Heimtierausweis. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die meisten Hunde geimpft werden. Und diese Tollwutimpfung hat auch gar nichts so mit der Sicherheit des Hundes zu tun, weil wir Gott sei Dank keine Fuchstollwut mehr haben, die ist durch das Impfen ausgerottet. Aber durchaus noch eine Fledermaus-Tollwut, von der wir im Moment auch gar nicht wissen, welche Rolle das für unsere Hunde spielt. Die Impfung ist aber immer Pflicht, sobald ich eine Grenze übertreten will oder wenn ich zu einer Hundeausstellung will, also irgendwas, wo sich viele Hunde treffen. Mhm. Dann. Und welche Impfungen empfehlen Sie gegen welche Krankheiten? Wir impfen regelmäßig gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose und eventuell auch noch Parainfluenza und eben Tollwut. Ja. Und da bin ich persönlich auch ein sehr großer Befürworter. Ich bin ja schon ein bisschen älter, wie man sieht. Und komme noch aus einer Zeit, ich habe diese Erkrankung noch erlebt. Ich habe als junges Mädchen eine Hundezucht erlebt, in der Staupe ausgebrochen war. Es gibt verschiedene Formen von Staupe, mit allen Formen von der respiratorischen über die in der Endkonsequenz, die im Gehirn endet. Und das war so ein gruseliges, ja man kann wirklich sagen Verrecken der Hunde, ohne dass man was für sie tun konnte. Und als junge Tierärztin war ich in der Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und auch da, wenn wir sonntags da Dienst hatten auf der Infektionsstation, damals war Parvovirose noch sehr, sehr viel verbreiteter. Und da war es denn tatsächlich so, dass man für diese Hunde nichts tun kann, außer sie durch lebenserhaltende Maßnahmen versuchen, am Leben zu erhalten. Mhm. Da muss man gucken, ob das glückt oder ob es nicht glückt. Das war eine Mortalitätsrate, also eine Todesrate von 50%. Und wenn wir irgendwie in der Station am Ende durch waren, mit dem an den Tropf hängen, dann haben wir vorne wieder angefangen. Und das war sowas Gruseliges, dass für mich sich die Frage nicht stellt, ich würde den Hund immer impfen, weil ich weiß, dass ich diese Krankheiten vermeiden kann durch Impfen. Und ich persönlich sehe es auch so, dass die Frage, ob impfen oder nicht, stellt sich tatsächlich für mich nicht. Ich würde das Risiko niemals eingehen. Jetzt sind wir natürlich in der glücklichen Situation, gerade auch in Hamburg, dass wir diese Erkrankung nicht mehr so häufig haben. Und immer wenn das der Fall ist, dann kommt in der Bevölkerung so eine Impfmüdigkeit vor. Mhm. Und wenn nichts passiert, ist es ja auch gut. Aber wenn was passiert, dann wäre es ganz, finde ich persönlich, könnte es nicht verantworten, wenn mein Hund dann daran sterben würde. Deswegen wäre es für mich gar keine Frage. Und ich sehe da auch noch einen zweiten Aspekt, nämlich den, dass eine Impfung, für mich als Tierärztin sehe ich dann nicht nur das Individuum, das ich gerade impfe, sondern ich sehe die ganze Population. Weil das bedeutet, wenn ich viele ungeimpfte Hunde habe und jetzt kommt einer aus Polen und schleppt hier Parvovirose ein, dann werden viele Hunde erkranken, damit werden viele Viren ausgeschieden und der Infektionsdruck wird immens größer. Bedeutet, je weniger Tiere geimpft, desto höher der Infektionsdruck. Und das heißt, dass auch mit Chance geimpfte Hunde wegen dieses hohen Druckes erkranken. Also ist aus meiner Sicht eine Impfung immer noch ein wirklicher Schutz, nicht nur für das einzelne Individuum, sondern für die ganze Population. Und deswegen halte ich das für dringend erforderlich. Wir sind heute in der glücklichen Lage, wir haben früher alles jedes Jahr geimpft. Das müssen wir heute nicht mehr. Das war, wenn man so rückblickend betrachtet, sicherlich auch überimpft. Wobei ich persönlich keine negativen Folgen dieser Überimpfung feststellen kann. Aber man muss ja nichts tun, was man nicht tun muss. Und von daher sind wir mittlerweile bei Impfschemen. Es gibt Erkrankungen, da hält der Impfschutz nur ein Jahr. Da ist besonders die Leptospirose zu nennen.
Die Leptospirose ist eine wichtige Erkrankung, die wird ein großer Teil oder ein Vektor für die Übertragung sind Ratten, die haben wir in Hamburg genug. Gibt auch mittlerweile einen sehr guten Impfstoff, der 4 Serovare umfasst. Und dieser Impfschutz hält wirklich nur ein Jahr. Der von Staupe, Hepatitis und Parvo hält 2 Jahre. Es gibt sogar einen Impfstoff, wo er 3 Jahre hält und der von Tollwut auch 3 Jahre. Und von daher bin ich geneigt, mich an diese Impfschemen zu halten. Und was die Welpen angeht, da ist es so, dass, das müsste man vielleicht ein bisschen erklären, man muss ja, um auf eine Impfung zu reagieren, muss man eine immunologische Kompetenz haben. Man muss überhaupt in der Lage sein, auf ein Antigen, was ja dann gespritzt wird, Antikörper zu bilden. Mhm. Und das kann man erst ab einem bestimmten Alter. Zunächst ist man geschützt. Jeder von uns weiß, es ist immer wichtig, dass jeder, der neugeboren ist, Muttermilch trinkt. Darüber nimmt man eben die Antikörper des geimpften Muttertieres auf. Und darüber hat man einen Schutz. Der hält aber nur eine gewisse Zeit. Und da muss man eben gucken, dass man diese Schnittstelle, wo die Körper, also die Möglichkeit losgeht, überhaupt Antikörper zu bilden, und die Schnittstelle, wo die mütterlichen Antikörper den Schutz verlieren, die muss man eben treffen. Und zurzeit sind die Empfehlungen, mit 2 Monaten zu impfen, mit 3 Monaten und mit 4 Monaten und dann noch mal mit 1 Jahr und 3 Monaten. Dann ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Wenn man sich jetzt einen Welpen holt, der diese Impfen nicht hat, kann man die nachholen? Ja, das kann man. Oder gibt es Spätfolgen? Nein, man kann zu jedem Zeitpunkt impfen und kann nur vorher sagen, Glück gehabt, nichts passiert, sozusagen. Und wenn nichts passiert, ist es alles gut. Und wie gesagt, das persönliche Risiko ist vielleicht gar nicht so hoch, aber es ist in jedem Fall da. Es reicht ein Hund, der Parvovirose hier einschleppt. Und wie ist die Übertragung? Wie läuft das? Wir reden ja nachher auch noch über Entwurmungen. Von daher kann man sich den einen Satz schon mal merken. Sie haben einen Hund mit Durchfall, der hat Parvovirose und Würmer. So, in Hamburg haben wir ja die Pflicht, den Kot aufzusammeln. Und das wird ja auch deutlich mehr betrieben. Nichtsdestotrotz gibt es immer viele Leute, die es nicht machen. Und vor allem, wenn Sie einen Hund mit Durchfall haben, dann können Sie das nicht aufnehmen. Da haben Sie gar keine Chance. Also, nee, ist schwierig. Ja. Jetzt leben wir in Norddeutschland. Der Regen war zumindest im Sommer warm. Das heißt, der Haufen wird sofort weggespült. Den sehen Sie 2 Tage später gar nicht. Aber sowohl Viren, Einzeller, Würmer sind unglaublich renitent und sehr, sehr überlebensfähig, sowohl bei Kälte als auch die interessiert das Wetter nicht. Und das heißt, die Viren, Wurmeier und so weiter werden in die nächste Pfütze gespült, der nächste Hund läuft da durch, macht sich zu Hause die Füße sauber und schon hat das. Das geht sehr schnell. Das sind Dinge, die sich bei Menschen einfach durch unsere Hygiene sehr verändert haben. Und das ist beim Hund einfach nicht so gegeben. Und von daher ist es tatsächlich, das darf man nicht unterschätzen. Also man muss keinem Hund mit Parvovirose begegnen. Es reicht völlig aus, wenn der eine Woche vorher irgendwo hingemacht hat. Und wahrscheinlich sieht man das auch gar nicht den Hund an. Ne? Genau, also, ernsthaft an Parvovirose Erkrankten sieht man es an, klar. Aber das ist eben gar nicht das Hauptproblem, wenn die sich an der Nase beschnuppern. Also viel schlimmer sind halt die Hinterlassenschaften. Welche Voraussetzungen braucht denn ein Hund, um geimpft zu werden? Er muss gesund sein. Also klassischerweise wird er entwurmt. Der klassische Weg ist entwurmen und eine Woche nach der Entwurmung impfen. Okay, dann muss ich nochmal. Und gibt es eigentlich auch Schäden von Impfungen? Also bei Menschen kann es ja vorkommen, dass man Impfschäden ja hat. Ja, das sind immer so Diskussionen. Irgendwas ist ausgelöst worden durch Impfungen. Ich persönlich kann das nicht bestätigen. Also in meiner Jugendzeit oder junge Tierärztin waren ja auch immer so Diskussionen, naja, vielleicht machen die Impfungen Antikörperablagerungen in der Niere. Und ich kann das nicht bestätigen. Ich kann nicht sagen, dass wir übermäßig, also in meinem Klientel sind viele Hunde geimpft oder ich würde sagen, die meisten. Und ich kann da nicht bestätigen, dass man im Alter viel Nierenschäden hat. Also ich persönlich, es ist ja immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Für mich ist es ganz, ganz eindeutig nützlich, die Impfung. Das Risiko halte ich für relativ gering. Es gibt immer mal auch eine allergische Reaktion, ja, aber dieses prozentual gesehen so gering, dass ich den Nutzen immer noch für deutlich höher halte als das Risiko. Also ich merke, das Thema Impfen ist wirklich sehr breit gefächert, sehr, sehr lang. Leider haben wir nur eine vorgegebene Zeit. Deshalb, ich glaube, Frau Dr. Grüner, wir müssen Sie noch mal einladen, was das Thema Impfen angeht.
Und wer die Sendung kennt, weiß auch, dass ich auf Gassigang war. In diesem Fall war ich mit Hannelore Lei und ihrem Wischler Amy unterwegs. Amy kommt aus Wischler in Not und das war auch mal sehr interessant, wie Frau Lei das Ganze angegangen ist, was zu beachten ist. Und ja, seid gespannt, denn das erfahren wir jetzt beim Gassigang an der Alster. Hallo Frau Lei. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Na? Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Aber Sie sind nicht alleine da, ne? Nein, mit Amy. Amy, hallo. Ja, schön, dass Sie sich Zeit gefunden haben. Und dann würde ich Sie jetzt gerne mal einladen auf unseren Gassigang. Dann wollen wir mal losgehen. Ja, kommt her. Amy. Haben Sie gut hergefunden? Natürlich, ja. Das ist doch mein zweites Zuhause. Ach, hier an der Alster? Ja. Ja. Und wie lange ist denn Amy schon bei Ihnen? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Ist sie auch 5 Jahre alt? Amy ist 8 Jahre alt. Sie ist aus dem Tierschutz aus Ungarn zu uns gekommen und war schon 3 Jahre, als sie bei uns angekommen ist. Ja. Und diese Rasse ist einfach bezaubernd schön, sind einfach schöne, wunderschöne Tiere und auch lieb im Wesen. Und ich habe zum ersten Mal mich ja für eine Hündin entschieden. Und denke, das war die richtige Entscheidung. Ich habe da etwas gewagt, was ich mir früher gar nicht zugetraut hätte. Denn bei einem Hund aus dem Tierschutz weiß man auch nicht, was da kommt, ne? Was man da übernimmt. Und es ist aber wunderbar gut gegangen. Muss ja auch sagen, irgendwie sieht er sehr, sehr gesund aus. Sie macht einen sehr kühligen Eindruck. Was tun Sie dafür? Was füttern Sie? Wir füttern ein Trockenfutter und eine Mischung aus Trockenfutter und Dose. Und viele Beratungen für Hunde sagen, man soll das nicht tun. Dose und Trockenfutter zusammen füttern, weil das unterschiedliche Verweilzeit im Magen und im Darm hat. Aber wir haben lange gesucht, bis wir das richtige Futter für sie gefunden haben. Wir wussten nicht, was sie vorher bekommen hat, weil man eben nichts über den Hund erfährt, über sein Leben vorher und auch nicht, wie er gefüttert worden ist. Und haben lange rumgedoktert. Und als wir diese Lösung dann hatten, und wir füttern auch 2-mal am Tag, auch heute noch, weil sie ja vorher sehr klapperig und dünn war und wir wirklich in Portionen füttern mussten, haben wir es beibehalten. Und das ist ein guter Rhythmus für sie. Wir können uns gut drauf einstellen. Und so machen wir es nach wie vor weiter. So, und los. Also würden Sie es unterschreiben, Hamburg ist eine hundefreundliche Stadt? Ich finde immer genügend schöne Wege für Emmy und mich am Wochenende. Ob Hamburg generell eine hundefreundliche Stadt ist, möchte ich vielleicht nicht so unbedingt bestätigen. Aber es ist wie überall im Leben, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Emmy und ich sind immer freundlich, wenn wir unterwegs sind. Emmy ist hübsch. Emmy ist diszipliniert und wir haben selten Ärger. Welchen Verbesserungsvorschlag würden Sie denn an die Stadt machen, wenn es um Hunde geht? Mehr Mülleimer oder? Also streckenweise Mülleimer, ja. Ich denke dabei an das Eppendorfer Moor zum Beispiel, wo wir auch sehr gerne hingehen. Da gibt es fast keine Mülleimer, was einen natürlich veranlasst, so ein Beutelchen vielleicht sehr lange mit sich herumzutragen oder aber auch zu überlegen, ob man dann die Hinterlassenschaft überhaupt aufheben sollte, weil es ja alles sehr naturbelassen dort ist, aber es widerstrebt mir. Nur da müssen also doch mehr Müllbehälter rum hin und ich glaube, es könnte auch noch mehr Hundeauslaufflächen geben und was sich gerade im Jenischpark abspielt oder abgespielt hat, nämlich dass diese Hundeauslaufzone abgeschafft werden soll, finde ich ganz besonders bedauerlich, weil es niemanden stört. Das ist so bewährt und eingespielt seit so vielen Jahren. Also warum stört man diesen Rhythmus nun? Das finde ich, muss nicht sein. Sie haben ja gesagt, Sie beiden treten immer sehr freundlich auf und so. Und wie wir wissen, gibt es ja nicht immer freundliche Menschen. Wie treten Sie denn so Pöbler, Hunde, Hasser, muss ich ja schon sagen, gibt es ja leider auch so, da entgegen? Also Pöblern und Hundehassern bin ich noch selten begegnet. Aber wenn man sieht, jemand ist verunsichert, der einem entgegenkommt oder kommt einem vielleicht besonders grimmig entgegen, dann kann man das mit einem Lächeln oftmals schon ausschalten. Ja. Und wenn man dann freundlich lächelt und einfach Hallo sagt, auch wenn man den entgegenkommenden Menschen gar nicht kennt, dann ist damit oftmals schon der Wind aus den Segeln genommen. Können Sie sich denn mal vorstellen, dann auch noch mal einen zweiten Hund zu holen, wo Sie
Nee, in meiner jetzigen Lebenssituation jedenfalls nicht. Mit Emmy ist das alles gut und wunderbar und funktioniert perfekt. Aber das ist auch eine große Verantwortung, so einen Hund zu übernehmen. Und ich denke, dass wir dieser Verantwortung gut gerecht werden. Und mehr Verantwortung möchte ich gerade gar nicht übernehmen. Ja, ich würde noch mal gerne zurücksteigen, als Sie Emmy geholt haben. Sind Sie dann mit ihr auch gleich in die Hundeschule gegangen oder haben Sie es aufgrund Ihrer Erfahrungen mit Ihren vorherigen Hunden alles absolviert? Nee, wir haben schon Hundeschule gemacht. Und zwar ein besonderes Training für Jachthunde, weil sie ja ein Jachthund ist. Und ich gerne wissen wollte, was sie kann. Ob sie nun ganz stark ausgebildeten Jachttrieb hat und was sie braucht und was ihr gut tut, was sie möchte. Und darum haben wir am Anfang ein Hundetraining gemacht für Jachthunde und gesehen, wo sie gut ist und was sie kann und woran sie Freude hat. Weil ich sie aber nicht jachtlich führe, weil ich keine Jägerin bin, reichte das dann auch. Und man kann spielerisch immer noch mal Aspekte, die einem Jachthund gut tun, anwenden. Und das machen wir hin und wieder. Ja, also das würden Sie auch jedem raten, der sich einen Jagdhund holt, in der Stadt sowas auch zu absolvieren, also das anzugehen. Also man sollte sich wirklich eines Jagdhundes nur annehmen, wenn man dem Hund auch gerecht werden kann. Und diese Wischler-Rasse kommt jetzt sehr in Mode, und weil sie so hübsch sind. Und ich sehe hier an der Alster und überall in der Stadt viele Wischler. Und ich hoffe, dass die Menschen alle sich darüber im Klaren sind, dass es ein Jagdhund ist, dass der Arbeit braucht. Die Nase und der Kopf, die wollen was tun. Und dass man die Hunde auch entsprechend beschäftigt. Sonst langweilen sie sich und dann sind sie lästig. Und dann werden sie für etwas bestraft, was sie gar nicht verschulden, sondern was einfach zu ihrer Art gehört. Und das wäre sehr bedauerlich. Ist sie kastriert? Oder ja. Haben Sie sie bekommen wahrscheinlich. Die Hunde, ne, aus dem Tierschutz, ich will mal sagen, werden fast immer kastriert geliefert. Ja. Das ist kein schönes Wort dafür, aber es wird so gerne oder überwiegend gemacht, weil man auch vermeiden möchte, dass hier weiter mit den Tieren gezüchtet wird. Denn sie kommen aus einer Überproduktion in den meisten Fällen. Und das soll auf keinen Fall fortgesetzt werden. Und man will sich auch davor schützen, dass wilde Zuchtstationen hier entstehen. Also die Hunde aus dem Tierschutz kommen überwiegend kastriert nach Deutschland. Ich prüfe auch für Wischler in Not Familien, die einen Hund neu übernehmen wollen hier in Hamburg. Wenn ein neuer Hund nach Hamburg kommt, werde ich oft gefragt, ob ich die Familie besuchen kann. Und es gibt so ein vorgefertigtes Protokoll, was dann abgefragt werden soll. Und das mache ich für Wischler in Not gerne. Und das ist ein Teil der Übernahmevoraussetzung, dass diese Dinge alle stimmen. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Man muss ausreichend Platz und ausreichend Zeit haben. Es geht nicht darum, einen Haushalt auf Ordnungsliebe und Sauberkeit zu überprüfen, sondern das Umfeld, ob es für den Hund ein sicherer Lebensraum ist, sowohl in der Familie als auch außerhalb der Familie. Und man schaut schon darauf, ob der Hund wirklich einen eigenen Platz hat, wie die Familie diesen Hund integrieren wird, wenn eine Familie sagt, der darf aber nicht ins Haus oder er darf hier nicht her oder da nicht her. Das fragen wir alles ab und wollen das ganz genau wissen, wie diese Familie sich die Hundehaltung vorstellt. Frau Lei, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe auch heute sehr viel erfahren, muss ich sagen, über Wischler und Hilfsorganisationen und finde das toll, dass Sie das Ganze unterstützen. Ich bedanke mich. Ich weiß, Ihre Zeit ist sehr kostbar, deshalb fühle ich mich sehr geehrt, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ja, war schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen beiden alles Liebe und Gute, Frau Danke. Lei. Danke auch. Ihnen auch und dir auch, Mia. Ja, ne? Kleine Bellerin heute hier, ne? Hast uns schön begleitet, ne? So, Sie Emmy, auch. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss, also, danke schön. Tschüss. Komm. So, da sind wir wieder zurück mit Frau Dr. Grünau, Tierärztin aus Hamburg. Wir hatten eben das Thema Impfen, das ist ein wichtiger Part. Der zweite Part ist Entwurmen. Da gibt es ja die Aussage, Welpen und Hunde jeder Altersstufe brauchen Ihre Hilfe bei der Entwurmung. Wie ist diese Aussage zu deuten? Man muss tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen jungen und älteren Hunden. Mhm. Parasiten sind ja nicht nur ekelig, sondern sie haben ja auch mitunter wirklich faszinierende Mechanismen, ihr Fortleben zu gestalten. Und da gibt es gerade für junge Hunde, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen Rundwürmern und Bandwürmer.
Und da ist für die jungen Hunde der Spulwurm unglaublich wichtig. Und der hat einen ganz faszinierenden Mechanismus, sicherzustellen, dass er überlebt. Und das tut er, wenn ein Hund sich mit Spulwurmeiern infiziert, dann werden nicht sofort alle zu Würmern, sondern es gibt Stadien, die lagern sich in der Muskulatur ab und werden dann, wenn so eine Hündin schwanger wird, durch den hormonellen Reiz, wandern die in die Gebärmutter und in die Milchdrüse. Bedeutet, diese Hunde, diese Welpen infizieren sich schon vor der Geburt und dann später über das Milchtrinken. Mhm. Und das heißt, die können tatsächlich so mit 3 Wochen Würmer haben. Also ein Hund kann mit 3 Wochen Würmer haben. Das würde beim Bandwurm niemals gehen. Der braucht überhaupt allein 6 Wochen, um sich zum Wurm zu entwickeln. Mhm. Und da muss man eben auch noch Vektoren dazwischen haben. Aber deswegen ist es so wichtig, junge Hunde zu entwurmen, dass sie sich eben auch über die Muttermilch infizieren. Können sie sich rein theoretisch das letzte Mal infiziert haben, wenn sie Milch getrunken haben. Und da gilt, mit Chance erwischt man nur, sie können mit einer Entwurmung nicht sicherstellen, dass der Hund wirklich wurmfrei ist. Mhm. Das bedeutet, die Hunde werden beim Züchter entwurmt, dann mit 3 Monaten nochmal. Und dann ist es wirklich sinnig, so einen Hund auf jeden Fall alle 3 Monate zu entwurmen und immer zu gucken, ob man irgendwas sieht im Kot. Wenn dann noch Bedarf besteht, dann kann man es auch nochmal zwischendurch machen. Aber das normale Protokoll ist tatsächlich als Welpe, das machen meistens die Züchter, und dann mit 3 Monaten, 6 Monaten, 9 Monaten, 12 Monaten. Und welche Arten von Entwurmungen gibt es? Grundsätzlich ist es so, dass eine Entwurmung den Wurm tötet. Mhm. Nicht hundertprozentig alle, aber doch, also alle einer Gattung, aber doch relativ zuverlässig. Und sie haben also keinen Schutz davor. Wenn der Hund am nächsten Tag sich wieder infiziert mit Wurmeiern, dann wird er 6 Wochen später, meistens sind es ungefähr 6 Wochen, ist für Wurmarten unterschiedlich, wird er wieder Würmer haben. Sie haben also keinen protektiven Effekt, sondern nur einen zu dem Zeitpunkt, wo sie die Wurmkur geben. Mhm. Und Sie hatten das eben schon angekündigt, es gibt verschiedene Würmer, ne? Es gibt ja, es sind diese Rundwürmer, wo vor allem die Spulwürmer, Toxocara eine Rolle für Hunde spielen. Was man aus meiner Sicht auch nicht nur negativ sehen darf. Soweit ich weiß, gibt es da für einen Hund keine Untersuchung, aber es gibt erstens mal diesen alten Tierarztspruch, der heißt, wer Würmer hat, ist nicht allein. Und es gibt Untersuchungen bei Menschen, die darauf hindeuten, dass wenn Kinder Würmer gehabt haben, sie signifikant weniger Asthma später haben. Also scheint es mir doch so zu sein, dass Parasiten also nicht nur negativ sind, sondern auch ein Training des Immunsystems. Also ich will das damit nicht verteufeln. Und es ist sicherlich auch ein Unterschied, ob man 50 Würmer hat oder 500. Aber diese regelmäßigen Wurmkuren für die jungen Hunde, die würde ich tatsächlich so empfehlen. Mhm. Und dann haben wir als nächstes die Bandwürmer. Bandwürmer sind Würmer, die immer einen Vektor brauchen. Das heißt, der Flohbandwurm, der braucht eben einen Floh. In dem Floh sind die Bandwurmeier. Und wenn der Hund danach knabbelt, wenn er einen Floh fängt, dann kann er sich mit diesen Bandwurmeiern infizieren. Und die machen dann Stadien wieder durch in dem Hund. Und es dauert ungefähr 6 Wochen, bis sie zum Wurm werden. Mhm. Dann gibt es noch eine Reihe an Würmern, die sich tatsächlich entweder über Mäuse übertragen lassen oder auch, das war früher ein Thema, über Fleisch, über rohes Fleisch. Das ist aber heute mit unserer Schlachthygiene, die in Deutschland betrieben wird, auch deutlich, deutlich zurückgegangen. Also sowohl für Mensch als auch für die Tiere. Was aber an den Bandwürmern für uns, ich denke, eine zunehmende Rolle spielen wird, das ist der Fuchsbandwurm. Der eben tatsächlich eine Gefahr für den Menschen bedeutet. Das Risiko ist aus meiner Sicht relativ gering, weil der Hund müsste eine Maus fressen, die infiziert ist mit diesem Bandwurm. Mhm. Es gibt ja nicht so viele Mäusefänger bei uns, zumindest nicht in dem Klientel, in dem wir uns jetzt hier in Hamburg bewegen. Wahrscheinlich auf dem Land mehr als in der Stadt. Genau, auf dem Land mehr. Und vor allem diesen Wurm gab es vor 20 Jahren nur auf der Schwäbischen Alb. Aber mittlerweile ist er auch, also ich weiß, dass er nachgewiesen ist am Ostkartener See. Mhm. Das heißt, es kommt schon immer näher nach Hamburg. Und es kommt immer näher nach Hamburg. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass die Tollwut ausgerottet ist, weil die Füchse geimpft sind. Das heißt aber auch, dass wir deutlich mehr Füchse haben, die sich auch immer mehr in urbanen Räumen finden. Mhm.
Und das ist natürlich, jede Medaille hat immer zwei Seiten, das ist die andere Seite, sodass ich denke, dass wir längerfristig gesehen da Bedarf haben werden, uns mehr zu kümmern. Mhm. Und wir werden auch einen Bedarf haben, es gibt zum Beispiel einen Hautwurm, der eigentlich für uns nur in zurzeit noch eigentlich südlich der Alpen vorkommt oder zumindest in den südlichen Gebieten oder auch in Osteuropa. Der aber mittlerweile, der wird über Stechmücken übertragen und ist wahrscheinlich auch als Zoonose, spielt er wahrscheinlich auch eine Rolle. Der ist, ich glaube, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg in einzelnen Mückenpopulationen nachgewiesen worden. Also mit der Klimaerwärmung werden für uns solche Dinge auch mehr eine Rolle spielen. Tun sie aber im Moment noch nicht. Heißt, ich muss bei den älteren Hunden gucken. Ich persönlich denke, dass ich bei diesen normalen hygienischen Gegebenheiten, die wir jetzt im Stadtpark haben, für einen Hund alle halbe Jahre Entwurmung ausreicht, für einen erwachsenen Hund. Mhm. Gibt da auch viele Tierärzte, die sagen alle 3 Monate. Mhm. Ich persönlich halte das jetzt für übertrieben. Entschuldigung, wann spricht man von einem erwachsenen Hund? Ab einem Jahr für mich. Mhm. Also was das Thema Entwurmung angeht. Und dann muss ich halt gucken, wenn ich einen Flohbefall hatte, dann muss ich natürlich hinterher entwurmen. Mhm. Wenn ich weiß, es ist ein Mäusefänger, dann muss ich natürlich auch deutlich häufiger entwurmen. Und wenn ich jetzt Jäger bin und mit Füchsen zu tun habe, dann muss ich vielleicht ganz, ganz häufig entwurmen. Wie kann ich denn feststellen, ob mein Hund Würmer hat? Gibt es Anzeichen dafür? Wenn sie einen hohen Infektionsdruck haben, dann merkt man das manchmal. Also manche Hunde haben, das sind Dinge, die man heute gar nicht mehr sieht, weil eben eine deutlich bessere Hygiene betrieben wird. Wenn Sie früher als Tierarzt einen Hund vorgestellt kriegten, der so 9 Wochen war und gerade vom Züchter kam, dann hatten die ganz häufig richtig so einen Wurmbauch. Und dann hat man die entwurmt und konnte sehen, dass der wirklich dünner wurde. Sowas sieht man heute als Tierärztin zumindest in unserer Gegend selten, weil die Hunde eigentlich alle aus hygienisch guten Zuchten kommen. Es gibt auch Erwachsenenhunde. Ich hatte mal einen, der hat wirklich schlecht gefressen. In der Inkonsequenz hatte der eine solche Wurmmasse im Magen-Darm-Trakt, dass der hatte offensichtlich so ein Sättigungsgefühl. Mhm. Nach der Entwurmung war das alles erledigt. Aber das sind wirklich also Infektionsdrücke, die es heute also bei uns hier nur noch selten gibt. Mhm. Aber rein theoretisch kann es natürlich zu Durchfall, zu allem Möglichen führen. Gibt es Nebenwirkungen bei der Entwurmung? Eine Wurmkur ist ein Medikament. Mhm. Und jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben. Aber aus meiner Sicht ist die Nutzen-Risiko-Abwägung ganz klar zugunsten des Wurmmittels, die im Allgemeinen alle sehr gut verträglich sind. Es gibt immer mal einen, der davon bricht oder der davon Durchfall kriegt. Mhm. Aber es ist wirklich extrem selten. Es gibt eine Hunderasse, die englischen Hütehunde, die können ein ganz bestimmtes Wurmmittel manchmal nicht so gut vertragen, weil die einen Gendefekt haben. Und das kann tatsächlich zu neurologischen Ausfällen führen. Und wenn man so einen Hund sieht, weiß man das und nimmt da einfach ein bisschen Rücksicht drauf. Mhm. Aber es ist auch so, wenn man einen Hund entwurmt, besteht auch ein Restrisiko. Es ist nicht so, dass der Hund hundertprozentig sicher davor ist. Bei den Erwachsenen, also ein Restrisiko insofern, als dass er, wenn er sich am nächsten Tag infiziert, kann er 6 Wochen später wieder welche haben. Ja. Bei den jungen Hunden ist es so, dadurch, dass die so Larvenstadien auch aufnehmen, ist es tatsächlich so, da können sie es nicht garantieren. Wenn sie einen Erwachsenenhund entwurmen mit einem unserer wirklich guten Wurmmittel, die wir heute haben, dann haben sie ein relativ hohe Sicherheit. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die heute so viel dazugelernt hat, Frau Dr. Grünau. Wir sind leider hier schon wieder am Ende der Sendung. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Impfen und Entwurmen zu sprechen. Liebe Zuschauer, jetzt weiß ich nicht, welche Kamera meine ist. Da ist sie ja. Ja, ich hoffe, auch Sie sind schlauer geworden und pflegen Ihren Hund und gehen regelmäßig zum Tierarzt, sodass der Impfpass top geführt ist. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei meinem Studiogast, bei Frau Dr. Grünau und freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Bis dann. Tschüss.